Hallo, ihr Lieben. Heute ist mit mir in der Leitung die Melanie Fürth. Melanie kenne ich persönlich. Wir haben uns schon mal getroffen, als sie zum Fotoshooting hier war. Und wir haben in unserem Weg, glaube ich, ganz viel Gemeinsamkeiten. Wir haben uns deswegen auch immer sehr gut verstanden. Kennengelernt haben wir uns über Facebook, glaube ich. Ja, Ja. Facebook. Ich liebe Facebook. Wie schöne Kontakte darüber schon entstanden sind. Und Melanie hat sich dann damals gemeldet, als ich aufgerufen habe zu Burnout, also wer bereit ist, darüber zu sprechen, was ich von ihr gar nicht wusste, muss ich auch dazu sagen. Und sie hat mir dann eine richtig lange E-Mail geschrieben mit ihrer Krankengeschichte. Und bevor wir zu dem kommen, was sie heute macht und wie sie heute lebt und was sie verändert hat, möchte ich dich, Melanie, vielleicht mal ganz kurz bitten, dass du den, die jetzt zuhören, sagst, wie damals, vor 5 Jahren war das, deine Situation war und wie du letzten Endes dann in, ich sage jetzt mal, die Depression reingerutscht bist. Ja, erstmal ein Hallo in die Runde, auch von mir. Und herzlichen Dank für die Einladung, Kerstin. Ja, wie ist es damals passiert? Also geahnt habe ich das ehrlich gesagt schon ein paar Jahre vorher. Also ich merkte stetig, dass es mir schlechter ging, aber aufgeben gab es nicht. Also immer weiter, schneller, Studium nebenbei und als das Studium fertig war, dann noch eine Weiterbildung. Mir ging es wirklich einfach, ja. Im Nachhinein muss ich sagen, um Sicherheit, um Perfektion, um alles immer schaffen. Ich habe mich dann noch viel ehrenamtlich engagiert. Wenn irgendwo noch ein Kuchen gefehlt hat, Melanie hat ihn gemacht. Also ich habe eigentlich mehr gemacht, als meine Zeit mir ja, zugestanden hat eigentlich. Und ich hatte dann ein Sonderprojekt in der Firma und kriegte dann immer neue Aufgaben und irgendwann gab es wieder eine neue Aufgabe und da ist mir, das kannte keiner von mir, da ist mir in der Firma der Kragen geplatzt. Darf ich mal fragen, was hast du beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt? Ich bin Industriekauffrau, bin im Einkauf eines Automobilzulieferers, bin ich auch jetzt noch. Also ich bin noch in der gleichen Abteilung auch, in der gleichen Firma. Und ja, zu dem Zeitpunkt, als ich da wirklich, ich nenne es einfach mal, ich hatte einen Ausraster. Also ich kannte es von mir nicht. Mein damaliger Chef kannte es nicht und hat zu mir gesagt, so Melanie, du gehst jetzt nach Hause und du kommst wieder, wenn es dir gut geht. Das waren seine Worte. Und ja gut, ich bleibe ein paar Tage zu Hause und dann ist das. Aber als ich dann zu Hause war, da ging gar nichts mehr. Ja, Also okay. da kam wirklich so richtig der Zusammenbruch. Wände anstarren, ich habe einfach nur noch geweint und ich wusste gar nicht, warum weine ich jetzt. Und das war so das erste Mal, dass ich begriffen habe, da ist jetzt eine Depression. Sicher kannte ich die Begriffe, aber ich habe damit nichts zu tun, ne? Also mir geht es ja gut. Ja, und an dem Tag, 24. Oktober 2011 war das. Ja, da kam es dann knüppeldick. Und ja, das war so der Start. Als du dann so grundlos heulen musstest, sage ich jetzt einfach mal, für dich grundlos. Oder nee, erst noch eine andere Frage. Du warst zu dem Zeitpunkt alleinstehend, keine Kinder, okay. Genau. Nur, dass wir so für andere auch die Situation erfasst haben. Als du dann so dieses grundlose Heulen hattest, was hast du danach gemacht? Also, welche Schritte kamen dann? Was ist dann passiert? Also ich bin erstmal, ich glaube, ich habe ein paar Tage erstmal wirklich nur zu Hause gesessen und habe geweint, Wand angestarrt und bin dann nochmal zu meiner Ärztin, die mich erstmal nur kurz aus dem Verkehr gezogen hatte und habe gesagt, das ist einfach nicht. Und die hat mich dann ruckzuck bei einem Neurologen untergebracht, wo es eigentlich lange Wartezeiten gibt, aber sie hatte ihm einen Gefallen getan mit einem Patienten und ja, eine Hand wäscht die andere. Dann war ich ruckzuck innerhalb von 2 Wochen bei dem Neurologen. Da bekam ich dann meine ersten Antidepressiva. Ich habe einfach alles, ich habe jede Hilfe genommen, die man mir geboten hat. Im Nachhinein war es für mich nicht das Richtige, aber in dem Moment war es richtig. Und Bei dem Nachhinein war es nicht das Richtige. ja, weil ich, die haben mich immer mehr von mir weggebracht. Also ich war damit wie betäubt. Also ich habe, das hat Okay. nichts gebracht. Ich war betäubt.
Durch die Medikamente dann. Genau. Und der Neurologe sagte, so, wir stellen sofort einen Reha-Antrag und bei der Schwere der Diagnose, da dauert es keine 2 Wochen, 3 Wochen, dann sind sie weg. Da sind sie über Weihnachten weg, aber da können wir da nicht ändern. Und ich sage, das wäre auch okay für mich, weil ich brauche einfach nur Hilfe. Ich möchte wieder vernünftig arbeiten können. Ja, und dann begann so ein kleiner Kampf. Erst kam gar nichts von der Rentenversicherung, dann kam die erste Ablehnung, dann Widerspruch, dann kam die zweite Ablehnung, dann Widerspruch zum Gutachter. Also es zog sich dann bis April hin, wo ich dann die endgültige Absage kriegte. Mein Neurologe und meine Hausärztin riefen dann beide erbost bei der Rentenversicherung an und sagten, ja, wir haben hier eine 30-jährige Frau sitzen, die einfach wieder arbeiten möchte. Sie möchte ja, sie braucht nur Hilfe. Und dann habe ich eine Akuteinweisung ins Krankenhaus bekommen. Obwohl mein Neurologe damals sagte, das ist eigentlich nicht das Richtige für Sie. Wir brauchen andere Maßnahmen, aber wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, Akuteinweisung, da habe ich 6 Wochen auf den Platz gewartet. Und dann ging es in die Klinik. Und auch wenn alle dachten, das ist nicht der richtige Ort, war es für mich genau das Richtige, weil die Therapeuten es auf mich ausgelegt haben. Also meine Therapien. Das war für mich doch, ja. Da kriegte ich dann noch eine neue Tablette hinzu. Ich habe erstmal brav alles genommen. Ja. Aber die Zeit bis dahin, die war einfach nur, das war total eine Verzweiflung, weil man möchte Hilfe oder ich wollte Hilfe und keiner gab mir Hilfe. Nur in Form von Tabletten. Und dadurch ändere ich mein Leben nicht. Also ich hätte damals jemanden gebraucht, der mich halt an die Hand nimmt. Und ich habe angefangen, wie wild. Ich habe Unmengen an Bücher gekauft. Selbsthilfebücher, Depression, Burnout. Ja, ich war aber nicht in der Lage, es zu lesen. Oder es zu verstehen, was da überhaupt drin stand. Ja. Ich habe wirklich Unmengen an Sachen, aber überhaupt ein Buch lesen, das war in der Zeit gar nicht möglich. 2, 3 Sätze und es ging nichts mehr. Okay. Wann kippte das dann? Also es muss ja irgendwann dann einen Zeitpunkt gegeben haben, wo entweder du aus diesem ganzen Gerüst ausgestiegen bist und gesagt hast, du veränderst was oder wurde von außen was verändert? Oder? Also es ist zum einen in der Klinik passiert, wo ich wurde erstmal aus allem rausgezogen. Also die anderen hatten schön Therapien und ich saß die ersten 2 Wochen und hatte nichts. Wo ich mal denke, ich will auch was machen. Und das war aber bewusst gewählt, dass ich in die Ruhe komme. Das tat mir erstmal sehr gut. Dann wurde mir beigebracht, in der Ergotherapie Pausen zu machen, wo ich auch einfach gemerkt habe, Pausen gehören zum Leben dazu. Die sind ganz wichtig. In der Klinik war ich dann, in der dritten Woche ging es mir super. Ich wäre nicht noch schon nach Hause gegangen. Und man hatte mich auch immer Mutter Teresa der Station, weil alle Patienten zu mir kamen und sich mit mir austauschen wollten. Oder bei mir irgendwie Rat suchten und fühlte sich auch gut an. Also nicht alle Patienten, aber hier von unserer Station hatte ich mit einigen sehr intensive Gespräche. Und da war alles gut. Dann ging es nach Hause. Dann kam erstmal wieder so ein totaler Rückfall, weil meine heile Welt war weg. Wie lange warst du im Krankenhaus? 6 Wochen. Okay. Also man sprach davon, dass ich nach 4 Wochen Verlängerung bekommen soll. Wenn ich das möchte, also es würden sie durchkriegen. Ich habe gesagt, nein, mir geht's gut. Was soll ich hier noch? Also ich möchte jetzt nach draußen, ich möchte mein Leben wieder in den Griff kriegen. War dann noch eine Woche zu Hause nach Klinikaufenthalt und bin dann wieder arbeiten gegangen mit Wiedereingliederung. In der Zeit hast du auch weiter die Medikamente genommen? Ja, die habe ich die ganze Zeit genommen. War dieses Betäubungsgefühl immer noch da gefühlt? Ja. Oder? Also ich habe das gemerkt im Nachhinein immer mehr, dass ich habe nicht mehr so viel geweint, aber es wurde unterdrückt. Ah, okay. Das war irgendwie und ich habe da schon, wenn ich eine Kopfschmerztablette, ich vertrage einfach keine Medikamente, weil ich auch durch die Hochsensibilität bin ich dann halt immer völlig aus der Welt geschossen. Ich habe nicht die Dosis genommen, auch von den Antidepressiva, die ich nehmen sollte. Ich habe es reduziert, weil ich einfach weiß, wie ich reagiere. Ja, und dann war ich bei meiner Heilpraktikerin. Da fing eigentlich die Wende für mich an, die dann zu mir sagte, du musst mit meiner Schwester sprechen. Die hat das Gleiche durchgemacht und die hat ihr Leben ziemlich verändert und
ja, mit ihr bin ich mittlerweile, ich kenne die von klein auf, aber wir sind jetzt sehr gut befreundet und sie war so ein Coach an meiner Seite. Mhm. Ich habe von jetzt auf gleich die Tabletten abgesetzt, mache ich nie wieder. Also es war, der Entzug war ziemlich heftig, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber als das erstmal alles raus war... Darf ich fragen, was da, wenn du sagst, der Entzug war heftig, was ist passiert, was war da? Einfach nur... Schweißausbrüche, Zittern, mir war schlecht, Kreislauf ständig, also arbeiten und dann sofort hinlegen. Es ging wirklich kaum noch was anderes, aber ich habe das durchgestanden. Aber da sieht man ja, ich habe deswegen jetzt gefragt, weil es hat mich einfach interessiert, weil ich selbst ja nie so Tabletten genommen habe und gar nicht darüber sprechen kann. Aber daran sieht man ja schon, was in solchen Tabletten dann auch drin ist, ne? Wenn das so heftig dann ist. Ich mache es nie wieder. Also wenn ich nochmal irgendein, sowas werde ich nicht mehr nehmen, aber wenn ich irgendwas in der Art habe, ich werde es ausschleichen lassen. Ja. Meine Ärzte haben mir auch sofort davon abgeraten, die abzusetzen, aber okay. Ich nehme die jetzt ja dann über 3 Jahre schon nicht mehr. Ja. Und mir geht's gut. Also ich brauche die Medikamente nicht. Ich habe für Notfall was Pflanzliches, was bei mir dann super anschlägt. Und Vitamin D ist ganz wichtig, besonders hier im Sauerland, wenn es regnet oft, hier fehlt oft die Sonne. Ist das schon mal ganz hilfreich. Ja. Gut, du hast, als du dann quasi die heutige Freundin kennengelernt hast, die hat womöglich dann aus ihrer eigenen Geschichte heraus dir helfen können, oder? So wie sie gehört hat. War die auch Coach oder hat. Sie ist als Coach tätig jetzt. Also sie war damals auf dem Weg zum Coach und ist mittlerweile selbstständig als Coach, leider in der Schweiz jetzt. Ah, okay. Nicht mehr so greifbar, aber ja. Also doch nur telefonierend, sie ist schon greifbar. Kannst du uns sagen, was genau hat dir besonders geholfen? Oder welche Erkenntnisse hattest du? Oder? Ja, und da bist du so ein bisschen dran schuld an den Erkenntnissen. Ja, ich habe damals eins deiner Bücher gelesen, Gefühle zeigen erlaubt. Ich glaube, daraufhin habe ich dich auch angeschrieben und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich dich so einfach anschreibe, weil so eine Autorin schreibt man ja nicht einfach an. Nee. Aber dieses Buch hat bei mir echt was gelöst und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich akzeptieren, so wie ich bin und nicht immer gegen alles ankämpfen wollen. Ich muss meine Gefühle akzeptieren, meine Angst, meine Ängste, die ich hatte. Ich hatte auch große Panikattacken zu dem Zeitraum. Einfach akzeptieren, meine Tränen. Und das war für mich eigentlich so der Quantensprung, dieses Akzeptieren, wer ich bin. Und dann konnte ich auch entspannter in die Zukunft schauen. Also ich habe ja Ziele, ich habe ja Wünsche, aber festgestellt, dass ich mein Leben lang den falschen Zielen gefolgt bin. Weil ist Sicherheit, Perfektion wirklich das, was ich brauche? Ja, und das waren so die Punkte. Und dann mit der Christina, ich sage jetzt mal ihren Namen, mit der Christina an meiner Seite, die halt was Ähnliches durchgemacht hat, die mit mir immer wieder dann auch diverse Themen durchgegangen ist und die richtig gebohrt hat. Also ich war nach diesen Coachings teilweise richtig fertig, weil dann Sachen hochgekommen sind, die ich erstmal verarbeiten musste. Aber ich bin ihr dafür so dankbar und ich merke mittlerweile, also momentan geht es mir richtig gut, ich habe so eine innere Ruhe, ich bin im Frieden mit mir. Also das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Du hast eben gesagt, Sicherheit und Perfektion waren falsche Ziele oder nicht wirklich die... Kann man sagen, dass du deine Bedürfnisse wieder anders wahrgenommen hast oder überhaupt mal wahrgenommen hast? Oder was genau war, was dann sich verändert hat? Ja, ich denke, ich habe meine Bedürfnisse überhaupt wieder wahrgenommen. Oder ich bin mir über meine Werte klar geworden. Was sind eigentlich Werte in meinem Leben? Und ich war mein ganzes Leben lang eigentlich kreativ, von klein auf. Ich bin musikalisch, ich liebe Musik, ich habe gerne gemalt, gebastelt. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ah, okay. Also gesungen habe ich im Chor, ja. Aber ich habe alles andere schlummern lassen und habe dann auch entdeckt oder habe mich auch
am Anfang noch gezwungen, mir etwas Gutes zu tun. Also etwas, sich interessant an. Ja, also dieses mir was Gutes tun, das war eine ganze Zeit egoistisch. Mach lieber was für andere. Und aber dann erstmal sich auch irgendwo rausziehen, nee, ich mache jetzt was, was mir gut tut, was förderlich für mich ist. Das war dann noch so ein wichtiger Wendepunkt. Und da sind, ich habe jetzt mittlerweile so eine ganze Handvoll an Sachen, wo ich weiß, dass die mir besonders gut tun. Und wenn ich wieder in so ein Loch falle, weil das Leben ist nicht nur Sonnenschein, es kommt immer mal wieder. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Nicht dagegen ankämpfen, sondern ja, tun, was mir gut tut. Du hast ja dann angefangen, auch deine Kreativität immer mehr zu entfalten. Den Weg habe ich ja auch selbst dann miterlebt, was ich toll finde. Da haben wir natürlich auch ganz viele Parallelen. Du fotografierst inzwischen. Ja. Gibt es auch Lach-Yoga-Kurse, bist genau. Lach-Yoga-Leiterin inzwischen. Wo gibst du die? Ich gebe die alle 2 Monate, bin ich in Witten, in einem Atelier. Und da lache ich vor den Malworkshops okay. Mit den Teilnehmern oder auch mit anderen, die halt Lust haben. Ich lache bei, ja, in dem Frauenchor, in dem ich singe mit ein paar Damen. Wir treffen uns in ja, unregelmäßigen Abständen. Wir gucken, wann ist wieder Zeit, wann schaffen wir es, dann lachen wir zusammen. Ich habe jetzt in 2 Wochen das erste Mal eine Lachstunde in dem Ort, in dem ich arbeite. Da kommt eine kleine Gruppe zusammen. Ja, nur in meinem Heimatort noch nicht. Da habe ich noch keinen passenden Raum gefunden. Da bin ich noch auf der Suche. Also kann man sagen, wenn man irgendwo aus dem Sauerland kommt, kann man dich gerne mal kontaktieren, falls man ja, zum Lachen nicht in den Keller möchte. Genau, das kann man gerne tun. könntest du, gibt es irgendwas im Lach-Yoga, was du Menschen mit auf den Weg geben kannst, was sie in ihren Alltag einbauen könnten? So was ganz Einfaches? Ja. Fällt dir was ein? Was ganz Einfaches, ja. Also ich lache mittlerweile sehr viel. Es gibt da dieses schöne Lied, was vielleicht einige kennen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ja. Das ist für mich, wenn ich spüle. Ich hasse Spülen. Also ich habe keine Spülmaschine in der neuen Wohnung und muss spülen. Und immer singe ich dieses Lied. So nach dem Motto, ich mache das gerne und gleich gehen die Mundwinkel nach oben und gleich geht es mir besser. Und also einfach dieses öfter mal gucken, die Mundwinkel nach oben zu machen. Einfach es probieren und mindestens mal so eine Minute halten und man fühlt sich gleich besser. Also oder einfach auch mal vorm Spiegel lachen, sich anlachen. Das ist auch etwas. Ja. Ja. Ich habe, ich meine, ich bin ja auch Lach-Yoga-Leiterin und wir haben in dem Kurs, haben wir dann gesagt, also wir haben dann halt so eine Übung gemacht, dass man halt 60 Sekunden lang, wie du jetzt auch gesagt ja. hast, die Mundwinkel nach oben, weil dann wird halt hier Serotonin, wie heißt das Hormon, auf jeden Fall das frei, was den Stress ja. dann killt. Und wenn man könnte den Morgen starten, indem man dann so macht. Ja, genau. Ja. Aber da kam ich mir sehr doof mit vor. Das habe ich auch probiert. Naja, gut. Ich meine, wenn man zu Hause alleine ist, dann ist das doch okay. Ja, okay, das stimmt. Nein, aber also ich lache sehr, sehr viel auch. Ich habe jetzt ein Buch gelesen und das fand ich einfach nur witzig. Und dann lache ich auch hier. Also das, ja. Ich bin schon immer ein fröhlicher Mensch gewesen. Muss nur rückblickend sagen, die letzten, ja, letztes Jahr ging, aber davor, die 4 Jahre, habe ich so wenig gelacht und das hat mir gefehlt. Ja. Das, ja, Lachen ist gesund. Absolut. Ja. Lachen ist eine viel, viel wichtigere Medizin, als viele glauben. Ja, und es ist einfach, viele sagen, das ist gestellt, dieses Lach-Yoga. Am Anfang fängst du gestellt an, das ist einfach so. Aber wenn du dann die ersten mit Tränen in den Augen vor dir stehen hast, dann ist das nicht mehr gestellt. Also die sind ruckzuck. Und für den Körper ist ja auch egal, ob ja, gestellt ist oder nicht. Genau, für den Körper ist es egal. Er zieht aus beiden den positiven Nutzen. Aber ich habe jetzt noch in keiner Stunde erlebt, dass da irgendeiner, die sagte zu mir, ich kann damit nichts anfangen. Aber das war morgens früh. Sagte, ich bin auch noch nicht wach. Ich bin Morgenmuffel. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich wollte es aber mal testen. Ja, ich sage, ist ja gut. Muss ja nicht für jeden, ne? Ja. Aber sonst durchweg positives Feedback. Und jetzt habe ich eine Premiere am Wochenende, das erste Mal auch einen Mann dabei.
Also ich habe schon Anfragen gekriegt von Männern, dürften auch Männer kommen? Ich sage natürlich, Männer dürften auch lachen, also sehr, sehr gerne. Ja, ja, vielleicht beim nächsten Mal dann. Ja, und jetzt habe ich doch am Sonntag tatsächlich den ersten Mann in einem Lach-Yoga-Kurs und mal schauen, ob auch der mit mir lachen kann. Bestimmt. Ja, was würdest du so grundsätzlich, also Menschen, die so, ich meine, du hast ja eine richtig depressive Phase, kann man, oder Depression hinter dir, kann man schon so sagen, ne? War nicht nur eine depressive Phase. Du warst wie lange aus dem Beruf raus? 3/4 Jahr? Ja, ne? Also es wurde auch als schwere depressive Episode diagnostiziert. Ja. Diagnose Burnout gibt es in dem Sinne so, ja, oder damals gab es sie nicht, ob sie mittlerweile so gibt, weiß ich nicht. Es war eine sehr depressive Episode, ja. Was ich raten kann, einfach etwas tun, was einem gut tut. Und wo ich anfangs Probleme mit hatte, ich war krankgeschrieben, ich gehöre ins Bett, ich gehöre in die Wohnung. Und meine Ärztin sagt, sie gehören nach draußen. Ja, aber was ist, wenn mich meine Kollegen sehen? Sie müssen raus. Sie müssen an die Sonne. Gut, dann bin ich spazieren gegangen. Ich war sehr viel im Wald. Das ist auch eine sehr gute Therapie. Also der Wald ist beste Therapie für mich gewesen. Hättest du das damals, also ich frage jetzt mal einfach, weil ich kann mir vorstellen, wenn du so in dieser wirklich depressiven Phase hängst und dir dann jemand sagt, geh in den Wald, dass du ja auch dazu keine Lust hast, oder? Nein, am Anfang hast du zu nichts Lust. Also ich hatte 1-2 Menschen, da bin ich auch sehr dankbar, die mich ja in der Zeit auch begleitet haben und dann auch schon mal gesagt haben, so jetzt komm doch mal aus dir raus, mach doch mal was. Aber ich hatte keine Energie. Also ich habe wirklich zu Hause gesessen. Ich habe nur zu Hause gesessen. Dann habe ich mich aufgerafft. Ich bin wirklich regelmäßig oder fast regelmäßig zur Chorprobe gegangen, weil mir das gut tat. Ich glaube, im Chor haben gar nicht viele mitgekriegt, dass ich krank war. Mhm. Aber die wussten auch nicht, dass ich um 2-3 Uhr angefangen hatte, mich fertig zu machen, dass ich um 8 Uhr da sein konnte. Also ich hatte keine Energie dafür. Aber richtig rausgegangen bin ich eigentlich erst seit der Klinik. Also ist es einfach ein Weg. Man kann auch nicht sagen, von jetzt auf gleich, nein, mach dies, mach jenes. Also selbst wenn andere dir das sagen, du kannst es nicht umsetzen. Viele haben mir so viele tolle Ratschläge gegeben und hinterher auch gesagt, warum hast du nichts davon umgesetzt? Weil ich in mir gefangen war. Ich konnte es nicht. Also ich habe dann halt nach irgendwelchen schönen, einfachen Lösungen gesucht. Bin dann auch schon mal eher in den esoterischen Bereich. Habe mal da geguckt, vielleicht gibt es da die Lösung für mich jetzt irgendwie Nonplusultra. Wie sagte mal jemand, du suchst auf den Sternenstaub, den man über dich wirft, dass alles besser wird. Ich habe es über den Weg probiert, gebe ich zu, einfach weil ich völlig verzweifelt war. Und weil ich Angst hatte, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und ich wusste eigentlich schon lange, dass bei der Selbstliebe, bei der Selbstakzeptanz da der Casus Knaxus ist und dass ich da ansetzen muss. Aber es wäre viel schöner gewesen, wenn jemand Sternenstaub genommen hätte und alles wäre weg gewesen. Also, die Erkenntnis, das dauert. Ja, also braucht man auch einfach ein bisschen Zeit. Genau, wenn man sich so wie ich unter Druck setzt, dieses Weghaben wollen, ich will wieder arbeiten. Was denken meine Kollegen? Was denkt mein Chef? Also für mich war es so wichtig, wieder arbeiten zu gehen, dass es mir aber im Nachhinein immer schlechter ging, weil ich mich immer mehr unter Druck gesetzt habe. Ich bekam keinen Therapieplatz. Ich stand auf über 20 Wartelisten bei Therapeuten mit 1,5 bis 2 Jahren Wartezeit. Das brachte mir alles da in dem Moment nicht. Mhm. Und also den größten Anschluss habe ich halt einmal durch die Christine und wirklich, ich meine das ehrlich, durch deine Bücher bekommen. Dieses mit mir auseinandersetzen, mich so akzeptieren, wie ich bin. Und was für mich jetzt ganz wichtig ist, dass ich einfach ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben bin und dass ich auch tun muss, was ich oder tun möchte, was mir gut tut. Dass ich mir das gönnen kann. Dass ich auch für mich Zeit und Geld investieren kann. Also kann man so rückblickend sagen, wenn ich so deine Geschichte höre, dass das vom Zusammenbruch bis heute im Grunde genommen
immer kleine Schritte waren, Schritt für Schritt. Ja. Und du hast alles Mögliche getan und wahrscheinlich hat dir auch alles Mögliche irgendwie geholfen. Ja, also ich meine, es waren auch Sachen dabei, die mir nicht geholfen haben, die ich einfach nur gemacht habe. Ja. Also die Oberärztin hat damals zu mir gesagt, bei der Schwere der Erkrankung gehen sie davon aus, dass sie 4 bis 5 Jahre damit zu tun haben. Es ist jetzt 5 Jahre her und ich habe wirklich den richtigen Fortschritt erst im letzten Jahr gemerkt. Okay. Also, dass ich so wie, als ich bei dir jetzt in der Eifel war, das hätte ich davor, dass ich alleine dann dahin zu einem Fotoshooting und du sagst noch, hast du heute Abend Lust, willst du vorbeikommen? Das hätte ich früher nicht gemacht. Weil, ne, weiß ich nicht, ich hätte es mich auch nicht getraut. Angst, fremde Leute. Und also ich bin sehr schon ein offener, kommunikativer Mensch, wenn ich die Leute kenne. Aber ich kannte dich ja nur, ne, und war auch immer noch so ein bisschen, die schreibt Bücher. Das ist immer noch so ein, ja, aber, das, also ich habe da wirklich einen großen Sprung gerade im letzten Jahr gemerkt. Und das war ja auch quasi das Jahr, wenn ich das jetzt, weil ich ja deine Geschichte nun ein bisschen mitverfolgen konnte, das war ja nur auch das Jahr, wo du am meisten deine Kreativität entfaltet hast. Ja, genau. Das heißt, wo du dich am meisten auf dich selbst eingelassen hast, auf das, was in dir steckt. Ja, und ich bin jetzt zum Ersten, also es gibt einige, die mir immer zugesprochen haben, mach das, du kannst das. Und ich habe mir das aber nicht getraut. Schon vor Jahren hat jemand immer zu mir gesagt, wo ich mit Flügelschlag, das ist, ja, meine Seite heißt Flügelschlag bei Facebook oder Homepage, und gesagt habe, jetzt trau dich doch einfach mal. Und dann habe ich meine Homepage erstellt und habe direkt mit Foto, mit Namen, und dann kam dann, ja, aber dafür, dass du dich damit nicht identifizierst oder dich nicht traust, dann direkt mit Foto und Namen, heißt das, ich bin das ja, das bin ja ich. Aber mittlerweile stehe ich dahinter und ich habe im Oktober endlich Gewerbe angemeldet, dass ich das, was ich für Freunde und Bekannte mache, schon länger unentgeltlich, dass ich das jetzt dann auch mal ja, anbieten kann. Ja, toll. Ja, das war ein großer Schritt für mich, das die Zweifel begraben. Aber was kann ich verlieren? Ist ja sicherlich auch, ich meine, ich kenne das ja auch, dass das, für mich war es auch eine Herausforderung zu fotografieren, obwohl ich das nicht gelernt habe. Ja, also so das, dieses, das kriegt also man. Also überhaupt irgendwas zu tun, was du nicht gelernt hast, ist ja in Deutschland auch. In dieser strukturierten Gesellschaft. Ja, das ist so. Also das habe ich auch schon von einigen oft gehört, wenn ich dann Fotos mache. Und dann, ja, mach du das und für das holen wir einen richtigen Fotografen. Ja, ist ja okay. Sollen ja, sie. Ja, ne? Ist ja alles okay. Ich meine, man muss immer das nehmen, was man gut findet. Ja, ja, eben. Und dann waren die Fotos fertig und dann, sag mal, würdest du das doch auch fotografieren? Man muss dann erst die Ergebnisse, und ich habe da so ganz, ganz liebe Menschen, die mir immer wieder die Chance geben, auch Sachen auszuprobieren. Ja. Ja, ich aber ich glaube, wenn man da einfach ehrlich ist, und das, so schätze ich dich halt auch ein, dann. Ja, ich hatte eine Anfrage für ein Baby-Shooting letztes Jahr. Ich habe dann direkt gesagt, ich habe die Ausrüstung auch nicht. Also ja. Da muss ich direkt, ich liebe Babys über alles und es ist wahrscheinlich was Wunderbares. Für eine Freundin werde ich es jetzt auch machen, das habe ich ihr versprochen. Ja. Aber nee, also wenn ich nicht dahinter stehe und weiß, dass ich kein gutes Ergebnis liefern kann, dann mache ich es auch nicht. Ja. Und ja, gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, die sagte, sag mal, meinst du nicht, du mutest dir jetzt wieder zu viel zu? Neben der Arbeit noch das und das und das und das? Ja, ich sage, aber das, was ich nebenbei mache, gibt mir ja Energie. Es gibt mir ja Kraft. Es macht mir Spaß. Und ich muss ja auch nicht jeden Tag nach der Arbeit Lachyoga machen und jeden Tag nach der Arbeit noch irgendwas. Also ich kann mir das einteilen, wie ich möchte, so wie es mir gut tut. Du hast in dem Gespräch irgendwann mal gesagt, so in einem einfachen Nebensatz, Pausen im Leben sind wichtig. Ja. Was sind für dich Pausen? Heute? Heute? Also damals hattest du vermutlich keine, wenn ich jetzt so... Ja. Ne. Damals habe ich immer durchgepowert. Also von dem einen Termin zum anderen und ja, teilweise auch nachts gebügelt und solche Sachen, weil tagsüber blieb ja die Zeit nicht. Ne? Also Tag hat 24 Stunden, dann kann ich die auch nutzen.
Heute setze ich mich bewusst, wenn ich merke, so jetzt bist du an der Grenze. Ich bin halt oft, wenn ich aus dem Büro komme, es war zu laut, zu hektisch, dann bin ich eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann mache ich eine Pause, dann setze ich mich auf die Couch, höre entweder absolute Stille oder ich mache mir ganz leise Piano-Musik, da kann ich am besten bei entspannen an und ich gönne mir die Zeit für mich. Oder ich gehe auch einfach dann mal, wenn eigentlich die Zeit es nicht zulässt, so jetzt gehe ich eine Runde durch den Wald und ich genieße diese Zeit. Ich bin auch mal, dass ich mich schon mal ein Wochenende komplett abkapsel, wenn ich merke, mein Körper braucht jetzt die Ruhe, bevor ich wieder in so einen Erschöpfungszustand gerate. Also ich gönne mir bewusst diese Rückzüge und achte mehr auf mich. Also ich bin achtsamer im Umgang mit mir selber geworden und merke, wann ist Pause nötig. Ich letzte Woche mit jemandem diskutiert, da ging es darum, ein Programm festzulegen, was machen wir an dem und dem Wochenende. Und dann sage ich so, okay, abends muss ich mich dann ausklinken, das schaffe ich dann nicht mehr. Ja, aber es ist doch für dich auch schön hier und da. Ich sage, stopp, ihr müsst auf mich keine Rücksicht nehmen. Das mache ich selber. Also wir machen das, was für alle das Beste ist und das Schönste. Und ich gucke halt, was kann ich davon mitmachen? Und wenn es nicht mehr geht, dann muss ich mich zurückziehen. Und ich muss nicht einfach immer irgendwo nur noch dabei sein, um dabei sein zu wollen. Manchmal finde ich es schade, dass ich es nicht kann. Aber meine Gesundheit ist mir wichtig. Ja. Ja, das sind ganz viele kleine Pausen. Und manchmal sind es längere Pausen. Ja. Ja. Was man auch alleine daran sieht, wenn man guckt, ich war die letzten Jahre, ich war häufig krank. Ich war wirklich oft krank. Dann auch entsprechend krank geschrieben in der Firma. Dieses Jahr war ich 3 Tage in der Erkältung krank. Mhm, okay. Auch weil ich mir die Pausen gönne. Hast keine Zwangspause von deinem Körper verordnet bekommen. Genau, das tut er nicht mehr. Ja. Oder ich reagiere schneller, wenn er mir da was zeigt. Ja. Ja, ich glaube, Achtsamkeit ist ein großes Thema auch dann, ne? Ja, also auf jeden Fall. Selbst achtsamer zu werden oder allgemein seine Bedürfnisse zu achten, das, was man braucht, was man nicht braucht. Ja. Und was ich auch eben rausgehört habe, mal Nein zu sagen. Das ist besonders schwer. Ist es auch heute noch. Aber ich tue es. Ja. Also ich mach mir dann mit nicht nur Freunde. Aber ich kann es nicht ändern. Also ich habe früher immer Ja gesagt, ich habe alles gemacht und es geht einfach nicht mehr. Gut, ich meine, der wichtigste Freund bist wahrscheinlich auch du selbst dann erstmal. Genau. Ich meine, wenn du mit dir selbst nicht befreundet bist, dann nutzen dir die vielen anderen Freunde auch nicht viel. Das ist wohl so, ja. Ja, ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du diesen Weg so gegangen bist, den ich ja auch dann so miterleben durfte und fand ich ganz toll, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich erst hinterher erfahren habe, wie schlecht es dir vorher ging, finde ich diesen Weg einfach klasse. Ja, ich konnte halt vorher, ich habe auch nicht viel drüber geredet, mit gewissen Personen ja, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, ich gehe offen damit um jetzt, es ist ja nichts Schlimmes, also ja. Über den Beinbruch wird auch geredet, warum nicht darüber? Genau, so ist es. Ja. Genau. Und es kann vorbeigehen. Es kann vorbeigehen, es geht vorbei und man muss nur stetig dranbleiben und nicht wieder aufgeben. Ja, ja, das denke ich auch. Also so diese stetige Achtsamkeit, ich glaube, das ist einfach dann gefragt, ne? Wenn man, ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt alles überwunden habe, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt bin. Es kann nicht jeder jeden Tag glücklich sein, das bin ich auch nicht. Und gestern hatte ich zum Beispiel auch eine Phase da, ja, es waren eigentlich durch Musik ausgelöst, wo ich dann mal total melancholisch war. Und das habe ich dann aber auch zugelassen und dann war es so gut. Ja. So. Sich einlassen auf das, was da ist. Genau. Echt sein. Ja. Echt sein ist in. Genau. Gut, Melanie, dann danke ich dir für dein Interview. Ich hoffe, es konnte dem einen oder anderen irgendwelche Horizonte eröffnen. Und
oder nur Mut geben oder Stärke für den eigenen Weg manchmal. Das hat ja auch hilfreich und wichtig. Genau. Danke. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit. Gerne. Und deine Internetseite, nenn die nochmal gerade für alle, die... Das ist www.flügelschlag.de. Mit UE oder mit Ü? Okay, gut. Entschuldigung, nicht DE, net. Net. Schön, wenn man seine eigene Internetseite so gut präsent hat. Mein DE war schon vergeben. Net. Macht dir nichts. Also nett. Melanie führt vielleicht nochmal den Namen, damit jeder weiß, hier bin ich richtig. Genau. Alles klar, Melanie. Dann danke ich dir und wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Das wünsche ich dir auch. Danke dir. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.